Hallo YouTube und Anime-Freunde nochmal. Ja, jetzt packen wir noch einen weiteren Anime aus, und zwar Code Geass OVA 5. Kostet eigentlich 19,99 €. Ich habe den aber in dieser 342-Aktion bei Saturn gekauft. Da haben wir auch diese Aufkleber da drauf. Ich weiß nicht, ob es welche von euch wussten, aber es gab diese Anime-Aktion. Dann konnte man bei Saturn oder auch bei Amazon drei Anime für 2 kaufen. Und diese Aktion habe ich genutzt, um mir zum Beispiel diesen Anime von Kase zu holen. Gibt es auf DVD und Blu-ray wie immer. Werde ich euch Informationen unten in der Videobeschreibung verlinken und auch einen Trailer, wenn ich finde. Und das Ganze ist ab 16 Jahren freigegeben. So, packen wir das mal aus. Kommt in einen schicken Schuber. Hier haben die DVD-Fassung. Wie gesagt, gibt es auch auf Blu-ray. Hier habe ich aber einen kleinen Riss, sehe ich. Das ist nicht schön. Aber ansonsten geht das Exemplar. Ja, und dann haben wir hier die Sprachen Deutsch und Japanisch. Je 5.1. Bildformat ist 16:9. Untertitel Deutsch. Laufzeit 60 Minuten. Bonus haben wir 3 Booklets, steht da. Okay. So, dann haben wir hier dieses Inlay-Bild. Sieht auch sehr schön aus. Ich mag ja Schuber in Schuber sowieso. Oh, das sieht auch toll aus. Dann gucken wir uns nochmal die Booklets an. Dann haben wir hier die DVD. Im Hintergrund haben wir dann leider nicht so viel. Und gucken wir doch mal rein. Einmal dieses Booklet. Hier steht die Handlung, die bisherige Geschichte. Finde ich ganz nett, wenn man die Code Geass Serie noch nicht gesehen hat. Sag mal eigentlich Code Geass oder Code Gears? Dann die Charaktere. Finde ich interessant, dass dann so gemacht ist. Ich finde die Serie sehr gut. Fand sie damals ein bisschen überhyped, aber die ist echt sehr gut. Gerade wenn man Mecha-Serien mag. Ist auch sehr politisch teilweise und geht um Freundschaft und Verrat. Also mir gefällt die Serie. Dann haben wir. Dies ist eine Geschichte, wie aus Wut Vergebung wird. Nachrichten von Lisa. Und so, dann haben wir hier Special Book. Gucken, was das ist. Cool. Ich hoffe, ihr seht alles. Es wird so langsam düster, aber ich dachte, ich drehe noch ein Video. Mal gucken, wenn ich hier dann hochlade. Ja, wenn ihr mal Code Geass oder Code Gears, wie man es ausspricht, gesehen habt, wie findet ihr die OVAs oder die Serie? Hat die euch gefallen oder ist das nicht eure Serie? Ich finde sie, wie gesagt, sehr gut. Und dann haben wir nochmal Charakter-Sketches. Was ist denn das? Ach, das ist einfach gar nichts. Doch. So. Duftet auch gut. Dufttest. Ja, das war mein kleines Unboxing zu Code Geass OVA 5 und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare und Bewertung sehr freuen. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis bald, euer Gabatrons. Tschüss.